Oh, darf ich? Du darfst. Es ist deine Folge. Du hast sie das Thema ausgesucht. Du darfst unsere Zuschauer und Zuschauerinnen begrüßen. Hallo und nochmal. Hallo und herzlich willkommen zum offenen Diskurs mit Fabrice und mir, Joshua. Heute geht es um eine ganz besondere Folge. Es ist WM-Stimmung. Der Fußballfieber ist auf dem Siedepunkt. Winter-WM, Public View mit Glühwein. Wir freuen uns alle drauf. Alle. Nein, es ist WM-Zeit. Und zwar in einer Region der Erde, die generell noch so ein bisschen als Fußballentwicklungsland gilt. Und ich finde es nicht schlecht, auch mal die WM in Ländern stattfinden zu lassen, die jetzt nicht unbedingt immer den Titel unter sich ausmachen. Nur die Vorzeichen und Gegebenheiten, wie Katar diese WM bekommen hat, sind sehr düster. Und ein richtiges Fußballfest scheint uns nicht wirklich zu erwarten. Darüber wird zu reden sein, da schauen wir rein. Gell, Fabrice? Ganz, ganz genau. wollen wir mit dem Video anfangen oder möchtest du erstmal grundlegend was dazu sagen? Das Video finde ich eigentlich perfekt fürs Ende, um zu zeigen, wie jemand, der eine tiefe wirtschaftliche Beziehung hat zu Katar, auf Biegen und Brechen versucht, dies zu verteidigen. Weil für die Leute, die es kennen, es geht um Uli Hoeneß' Anruf beim Doppelpass, wo er den Präsidenten des Fußballclubs Viktoria Köln, der sehr sozial engagiert ist und schon sehr, sehr früh seit der Vergabe dieser WM an Katar sich sehr mahnend geäußert hat und meiner Meinung nach einige sehr wichtige Punkte anspricht, die Uli Hoeneß in gekonnter Manier abblockt. Okay, wollen wir erstmal darüber sprechen, warum das ganze Thema überhaupt so kontrovers ist, weil das ist ja nicht die erste Fußball-WM, es gab ja schon einige. Nee. Und jetzt diese WM hat natürlich einen ganz, ganz großen Aufschrei halt erzeugt, und zwar aufgrund dessen, dass Katar wegen Menschenrechtsverletzungen kritisiert wird, für die Verfolgung von Homosexuellen, für die und mehr Frauen. Oder minder und Frauen, ja, die dürfen wir auch nicht vergessen, ja. Und und die geht schon wieder gut los. Die die mehr oder minder Versklavung von Gastarbeiter in dem Land und dass auch sehr, sehr viele Menschen beim Bau der Stadien gestorben sind. Meines Erachtens zu Recht, dass sie dafür kritisiert werden. Und wir wollen auch nicht unbedingt darüber sprechen, wieso die überhaupt den Zuschlag für die Austragung bekommen haben. Ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Sache, weil wirklich viele Stadien hatten nicht. Deutschland haben wir viele, Europa allgemein gibt es viele, auch wahrscheinlich in Südamerika, Brasilien, Argentinien. Die haben auch wirklich sehr viele Stadien, wo man das hätte machen können. Wobei natürlich nicht unbedingt ausschlaggebend sein sollte, wo hätte sich Stadien finden, aber aus ökologischer Sicht gesehen eigentlich wiederum schon. Nur denn, aber darum geht es ja nicht. Okay, Joshua, du darfst einsteigen. Ich darf einsteigen. Ein sehr wichtiges Schlagwort, wo ich mich auch drüber eingelesen habe und was mir so gar nicht im Kopf war, ist in Bezug auf die Gastarbeiter, die in Katar gearbeitet haben, und zwar rede ich vom Kafala-System. Hast du davon schon mal gehört? Nein, das darfst du mir aber gerne mal erklären, bitte. Wir hatten schon mal ganz kurz angesprochen, dass wenn man nach Saudi-Arabien fahren würde zum Beispiel, dass man einen nationalen Bewohner bräuchte, genau, den man mit angeben muss bei der Reise. Und der würde sich so, ja, der wäre so ein bisschen der Legal Guardian, der gesetzliche Betreuer von dir da in der Zeit. Und das Kafala-System ist sehr weit verbreitet, generell im arabischen Raum, vor allem in den wohlhabenden Ländern des arabischen Raumes. Und zwar ist das wie so eine Art Sponsor halt. Du kannst als Gastarbeiter in Katar dann hin, wenn du einen Sponsor hast, das ist meistens auch dein Arbeitgeber. Und der hat aber jahrelang das Recht gehabt, dir den Pass zu entziehen, sodass du nicht wieder ausreisen konntest. Und du konntest auch nicht deinen Job wechseln, ohne die Zustimmung deines aktuellen Chefes. Und das ist schon eine knallharte Maßnahme, wenn du dir überlegst, dass 94% sämtlicher Gastarbeiter, die unter dieses Kafala-System fallen,
aus Indien, Pakistan, Nepal und den Philippinen kommen. Also viel der indische Subkontinent und der südasiatische Raum. Also, sorry, wenn ich was sage. Also hier auf Wikipedia finde ich auch etwas. Also Kafala, wie du schon erklärt hast, bezeichnet ein System der Bürgschaft, das in der arabischen Welt, vor allem aber in den arabischen Golfstaaten und in manchen anderen Staaten des Nahen Ostens bei Arbeitnehmern und Investoren aus Drittländern angewandt wird. Die Abhängigkeit der arabischen Golfstaaten von ausländischen Arbeitskräften ist extrem hoch. Ausländer stellten im Jahr 2015 in Saudi-Arabien etwa 30% der Gesamtbevölkerung, jedoch 70% der Erwerbstätigen. Also nicht so wie in Deutschland. Nein, absolut nicht. Es ist, die wenigsten Kataris selber arbeiten im Handwerk oder haben harte körperliche Arbeit, die Jobs. Da es in Katar auch tatsächlich scheinbar regelmäßig so ist, dass geborene Kataris für viele andere Jobstellen bevorzugt werden. Also, dass du es schon als Gastarbeiter nicht wirklich die Chance hast, da groß zu bestehen, selbst wenn du die Qualitäten dafür hättest. Ja, hier steht auch, der Bürger ist dazu verpflichtet, für die Einreiseformalitäten und die staatliche Registrierung Sorge zu tragen, sowie die Einhaltung der Vertragsformalitäten zu garantieren. Zu diesem Zweck wird der Pass der ausländischen Arbeitskraft in der Regel durch den Kafil, also so ist die Bezeichnung des Bürgen, eingezogen und erst nach Vertragsende wieder ausgehändigt. Die Dauer eines solchen beträgt meist 2 bis 5 Jahre. Wow. Nach Ablauf des Vertrags erfolgt entweder die Ausreise bzw. die Abschiebung oder die Vertragsverlängerung durch beide Seiten. Nun muss man sich die Frage stellen, aufgrund dessen, dass natürlich jemand dir einfach den Pass wegnehmen kann und du das Land nicht verlassen darfst, ob man das natürlich nicht ausnutzen kann. Und das ist mitunter ein Grund, warum Katar in solcher Kritik steht. Und dann haben wir noch, wie gesagt, Wenn das ihr mit dann den noch Frauen und das mit den Homosexuellen und das mit, ja, Wenn du den dir dann ganzen noch Toten. überlegst, dass wir von einer Arbeit reden, wo dein Mindestlohn 2020 wurde der Mindestlohn erhöht für diese Arbeiter Auf wie viel? auf circa 1000 Riyad. Also wie Das viel sind Dollar? umgerechnet circa 275 Dollar. Naja, gut, dass der Und Wechselkurs mit Euro und Dollar so stark ist, Alter. ja, Wow, erzähl okay. denen das mal. Und inzwischen sind wir auch dort angekommen. Also es wurden seitens von Katar einige Eingeständnisse gemacht, die auch nur aufgrund des internationalen Drucks geschehen sind. Die wären nicht von selber drauf gekommen. Nämlich, dass Arbeiter jetzt auch ihren Job wechseln dürfen ohne die Erlaubnis ihres vorherigen Arbeitgebers. Also da sind wir schon mal Auf gekommen. offizieller Seite zumindest. Ja, damit in der Richtung zumindest Ruhe herrscht. Trotzdem müssen wir aber feststellen, dass Stand jetzt, also bis Ende 2020 habe ich die Zahl gefunden, sind wir bei circa 6.500 Arbeitern, die am Bau der Stadien, nicht nur der Stadien, sondern auch, ich weiß, dass nochmal der Flughafen nochmal vergrößert wurde, wobei das eng wird, das bis Mitte November fertig zu bekommen, das Ganze, Stand jetzt. Und ich habe noch ein interessantes Zitat gefunden. Und zwar wurde die indische Regierung darauf angesprochen. In Indien, in Katar gibt es tatsächlich 500.000 indische Gastarbeiter, die in dieses Kafala-System reinfallen. Und man geht davon aus, wurde beschrieben, dass circa 250 indische Gastarbeiter in Katar jedes Jahr sterben. Da hat die indische Regierung dazu gesagt, dass das bei den ca. 500.000 indischen Gastarbeitern doch keine so groß wunderliche Zahl wäre. Sie wurde als Wie quite soll man das normal bitte? beschrieben. Okay, aber ich weiß nicht, wie ich gerade das die Aussage der indischen Regierung interpretieren soll. Von wegen, ach, geht doch klar, sind ja nicht so viele, oder hey, wir wundern uns aber nicht, weil das passiert sehr, sehr häufig, weil die nachlässig sind. Also nicht die Arbeiter, sondern Wo? halt die Kataris, meine ich. Ein bisschen sowohl als auch, würd ich mal behaupten. Also das Ding ist, solche Länder, die viele, viele Leute haben, die in andere Regionen der Welt reisen, um dort als Gastarbeiter zu arbeiten, nicht nur in Katar, sondern
Ich würde sagen, fast die ganze wohlhabende westliche Welt hat eine signifikante Anzahl von Arbeitern aus diesem Land, je nach Region mehr oder weniger. Die sind sich schon darüber im Klaren. Und auch die Beweggründe, warum. Ich meine, die werden ja angelockt, halt mit größeren Löhnen in 5 Jahren das zu verdienen, was du in, je nachdem welches Arbeitsfeld du hast, in Indien in einer Lebenszeit erarbeiten würdest. Was natürlich nicht stimmt. Wobei, ich glaube, dass 250 Dollar oder Euro, wie auch immer, wahrscheinlich immer noch teils mehr ist, als so mancher Inder in Indien verdient. Das ist der springende Punkt. Ich meine, ich war selber mal mit einem Inder zusammen, der hier in Luxemburg, nach Luxemburg gezogen ist, um dort für Amazon zu arbeiten. Der hat auch schon vorher in einem etwas höheren administrativen Job, ist das richtig, gearbeitet. Ja. Bei Amazon und hat es dann geschafft, nach Europa zu kommen damit. Und hat mir erzählt davon, dass halt so ein Viertel, 20%, je nach Monat, wie er kann, er nach Indien gibt und das halt wirklich dort für manche ein komplettes Jahresgehalt ist, was er in einem Monat rüber schickt. Das ist Wahnsinn. Also Das das, ist. was ich hier finde, also beim Handelsblatt steht, das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen liegt laut Internationalem Währungsfonds bei rund 157 Euro im Monat. Wer etwa 600 Euro im Monat verdient, kann sich schon ein sehr ordentliches Leben leisten. Was das Geld in Wobei, Indien das sind angeht. jetzt Zahlen von 2020. Die WM wurde 2010, Ende 2010 nach Katar vergeben. Und 2010 schon. ja, das war das letzte Mal, dass der allseits beliebte Sepp Blatter, falls der Name noch was sagt, der Ja. Typ aus der Schweiz, der mal FIFA-Präsident war, die haben die 2018er und 22er WM haben die Mitte Dezember 2010 simultan vergeben, um dem Veranstalter von 22 mehr Zeit zu geben, diese WM auszurichten. Und das war ja dieser Doppelschlag mit Russland und Katar für WM 18 und 22, was Ja, nicht Russland, gut die WM, die von. war 18, ne? Genau. Und sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt, ich habe verstanden, warum Russland diese WM bekam. Also Russland ist tatsächlich ja eine aufsteigende Fußballnation gewesen. Dass die auch mal dieses Großturnier haben können, ja, meinetwegen, aber eigentlich hätte die WM 22 vor dieser Vergabe haben alle gedacht, dass die USA die sich holen wird. Und wenn du dir mal die Abstimmungsergebnisse anschaust, das ging über mehrere Runden, war das eine ziemlich knappe Geschichte. Und dass da 1,2 Millionen an die richtigen Leuten geholfen haben, das Ding dann letztendlich nach Katar zu bekommen, ist leider klar. Aber Also die Zahlen, die ich übrigens hier vorgelesen habe, waren vor 2019. Also wird sich das nicht im Grunde so stark geändert haben, weil selbst wenn wir von vor 10 Jahren reden, werden sich die Gehälter jetzt nicht drastisch verändert haben. Aber ja, wir müssen nicht es darüber kommt drauf an, wo sprechen. man es anschaust. Wenn du dir, ich habe gerade eben noch die Einwohnerzahlen von Katar gesehen. Katar hat jetzt 2,8 Millionen Einwohner circa und hatten zum Zeitpunkt der Vergabe 2010 1,8 Millionen Einwohner. Das heißt, Man die kann haben davon ungefähr. ausgehen, dass der Großteil davon Gastarbeiter sind. Nicht nur das, man sagt, dass auf einen Katari 5 Gastarbeiter kommen, die noch nicht mal richtig reinspielen in diese ganze Bevölkerungszahl rein. Das, oh. Aber zur eigentlichen Frage, als Ja. allererstes, damit wir einfach mal auch wirklich so, warum wir überhaupt jetzt darüber sprechen. Dass die WM gekauft ist, das ist klar, das wurde halt schon öfter auch gesagt und so, und das kann man sich auch Unsere war auch denken. gekauft. Okay, dann sind wir denen Ja. ja, stehen wir denen in dieser Hinsicht in nichts nach. Wir haben sie Südafrika weggenommen. Ja, die haben die ja 2010 bekommen. Die haben sie ja danach dann bekommen, aber Ja. es war nur eine Stimme, die entschieden hat. Und da gibt es auch noch mal eine längere Geschichte dazu, aber machen wir weiter. Okay. Bist du der Meinung, man sollte diese WM boykottieren? Beziehungsweise, der Drops ist ja schon gelutscht. Wir sind ja schon viel weiter darüber hinaus. Aber meinst du, Deutschland sollte an dieser WM teilnehmen? Ich habe live mitbekommen, wie diese WM vergeben wurde 2010 und musste mir während der gesamten Jahre, vor allem in den letzten 2 Jahren, immer häufiger an die Stirn fassen,
als dann erst die Diskussion aufkam, das ganze Ding zu boykottieren, während schon Quali-Spiele gespielt haben, während schon die Vergabe 10 Jahre her war und so weiter. Wenn man hätte diese WM boykottieren sollen, dann gab es mal mindestens mal ein Fenster zwischen 2010 und 2014, 15, bevor irgendwelche Quali-Spiele angefangen haben. Der Zug ist leider abgefahren. Die Qualifikation war doch nicht so damals. Die ist doch erst vor ein paar Jahren gewesen. Die Qualifikation für diese WM ging erst so 2019, 2020 los. Wollte ich nämlich sagen, ja, ja, okay. Ja, aber ich rede auch von der Zeit, also bevor überhaupt irgendwelche Spiele gespielt wurden. Da war das Fenster offen. Aber wenn wir schon mittendrin sind, dann können wir es nicht boykottieren. Ja, ja. Dann kannst du es nur als einzelne Privatperson. Aber es ist natürlich jetzt, es ist natürlich, es steht jetzt natürlich nochmal viel mehr in, also jetzt hier in der Diskussion das Thema, weil wir darüber sprechen, okay, jetzt fängt die WM wieder bald an und oh, die findet in Katar statt und in Katar gibt es Probleme und so weiter und so fort. Also ich bin halt der Meinung, man muss ja einen Maßstab setzen. Man muss ja irgendwie das beurteilen können, ab wann es okay ist, diese Art von internationalen Veranstaltungen in einem Land durchzuführen oder halt eben nicht. So, ab wann sagen wir, ihr widersprecht unseren demokratischen Wertvorstellungen und aufgrund dessen dürft ihr nicht irgendwie partizipieren oder wir würden auch keine Spiele bei euch austragen. So, da das natürlich ein internationaler Wettbewerb ist, ist nicht jedes Land, das daran teilnimmt, eine Demokratie. So, legitim. Das muss man erstmal, das muss man natürlich erstmal sagen. Ja. So, ich finde das immer halt so ein bisschen komisch. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich so, okay, als private Person, dann schaue ich es mir halt einfach nicht an. Wenn mich das so sehr stört, was in Katar abgeht, dann schaue ich mir die Spiele einfach nicht an und gut ist. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, ob die Spieler oder der DFB, wenn wir jetzt einfach mal Deutschland bleiben, eine gewisse Verantwortung trägt, die nach außen so, um ein Zeichen zu setzen, von wegen, wir als Verband, weil es ist ja auch ein Unternehmen, ist ja ein Verband, ist ja nicht für die deutsche Regierung, gehen die ja nicht dahin oder so. Es ist kein eingetragener Verein. Genau, also die gehen ja nicht für die deutsche Regierung. Die deutsche Regierung hat ja nicht wirklich direkt was damit zu tun. So, aber es wurde natürlich zu einem politischen Thema. Zu sagen, okay, wir setzen damit ein Zeichen, dass wir nicht in einem Stadion spielen wollen, das von Gastarbeiter, die ausgebeutet werden und unter schlimmsten Bedingungen arbeiten, wenn wir nicht spielen. Wir wollen da nicht partizipieren und wir schließen uns aus. Das wäre vielleicht ein positives Zeichen für die Bevölkerung gewesen und dann hätten wir Diskussion in Deutschland schon nicht mehr gehabt. Da wäre es erledigt. Was einige andere Städte zum Beispiel machen in Frankreich, dass sie zum Beispiel kein Public Viewing ausstrahlen und damit ein Zeichen setzen. Frankreich spielt sowieso. Aber das ist halt wieder diese Trennung zwischen den Verbänden und den Spielern und natürlich auch halt den Städten oder den Regierungen oder Kommunen und so weiter und so fort. Ich versuche das mal aus der Perspektive eines Spielers zu betrachten. Der Verband ist ja der Arbeitgeber des Spielers. Und du hast das zu tun, was dein Verband dir sagt oder dein Arbeitgeber. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass es sehr, sehr schwierig ist, zu sagen, nein, ich spiele nicht. Auf der einen Seite, ganz ehrlich, wenn man einem so viel Geld zahlt und so, dann denkt man sich natürlich, mir kann es doch scheißegal sein, was hier abgeht. Ich bin ein paar Wochen hier, wenn es hochkommt und danach bin ich wieder daheim. So. Mir fällt, also Es gibt beide Bewegungen innerhalb der Spieler. Also die einen, die sich wirklich ernsthaft drüber Sorgen machen, dass so ein bisschen diese Fußballromantik einer WM völlig platzen wird. Allein dadurch, dass das Ding im Winter stattfinden wird und nicht im Sommer. Und dann auch noch in einem Land mit relativ wenig Fußballgeschichte obendrauf. Aber auf der anderen Seite gab es auch ein sehr bekanntes Zitat von Thomas Müller vom FC Bayern. Als er angesprochen wurde auf die Menschenrechtsverletzungen in Katar, hat er gemeint, gut, in Deutschland gibt es auch die ein oder andere Menschenrechtsverletzung. Und was schert mich das unter dem Motto? Ich sag, er hat recht und er hat zugleichermaßen Unrecht. Ja, hat er tatsächlich. So, es ist beides. Es ist natürlich, klar ist dem das scheißegal. Der macht seine paar Millionen und dann ist dem egal, was dann sonst ist. So, und ich sehe das halt folgendermaßen. Auf der einen Seite, klar, in Deutschland läuft auch nicht alles gut. Aber in einem ganz anderen Maße, als wie es in Katar der Fall ist. So, wir müssen uns vielleicht auch auf einen Punkt konzentrieren, über den wir sprechen. Wollen wir über die Gastarbeiter sprechen? Wollen wir über die Geschichte mit den Frauen sprechen, mit der Unterdrückung? Wollen wir über die homosexuellen Rechte sprechen?
Oder worauf wollen wir uns einigen? Weil sonst vermischen wir zu viele Themen auf einmal. Schwierig, ich habe mir ein bisschen was zu allem aufgeschrieben. Okay, wir haben jetzt über die Gastarbeiter zum Beispiel Ja. gesprochen. Okay, so das ist meines Erachtens das, was mich am meisten eher daran stören würde. Das mit den Unterdrückung von Frauen und homosexuellen Rechten und so weiter und so fort, muss ich ehrlich gesagt sagen, kümmert mich nicht so wirklich. Der Grund dafür ist, ich lebe dort nicht. Mir ist das scheißegal, was in einem Land passiert, wo ich nicht lebe, wo ich niemals sein werde oder wie auch immer. Ich kann mich nicht um alles Mögliche kümmern, was auf der Welt ist. Und es wird vielleicht auch einige ankotzen, weil ich kann mir ziemlich gut vorstellen, das, was ich jetzt sage, wird vielen Leuten nicht gefallen. So, Und deswegen schaut ihr doch zu. aber hier Folgendes. Zum Beispiel wurde Russland extrem kritisiert für den Angriff auf die Ukraine. Zu Recht. Gar Ja. keine Frage, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. So, und alle Menschen der westlichen Welt, Europas, Nordamerika und so haben immense Empathie für die Ukraine gezeigt, was so richtig ist. Und das hatte ich anfangs halt auch, bis zu einem gewissen Punkt. Und Anfangs. zwar, was? Ja, red weiter, red weiter. Also, und zwar bis zu dem Punkt, als natürlich so Sachen von so News-Anchorn kamen, also hier einfach Nachrichten wie, ja, das sind Menschen, die sind wie wir, die gucken Netflix wie wir, die gucken Autos wie, die fahren Autos wie wir, nicht wie die Syrer oder die anderen, die nicht so aussehen wie wir und sonst irgendwas. Da habe ich gedacht so, wollt ihr mich verarschen? So, also jetzt ist es plötzlich, jetzt kümmert euch das plötzlich, was da abgeht, wenn Russland irgendein Land angreift. Aber als die, und jetzt ist natürlich jeder alle, nimmt die Ukraine auf, spendet Geld, spendet Klamotten und es soll denen geholfen werden, was ja auch alles richtig ist. Aber die gleiche Mentalität herrschte nicht bei den Syrern. Und das Argument von wegen, ja, das sind ja keine Christen oder die sehen das anders aus und haben eine andere Sprache und was immer, das ist für mich meines Erachtens halt kein Argument dafür. Da wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. So, und wenn die Leute, die sich jetzt für die Geschichte mit der Ukraine so einsetzen und sich so sehr darum kümmern, aber sich keinen Scheiß um die Menschen in Syrien oder im Jemen Oder Afghanistan. oder Afghanistan gekümmert haben, brauchen mir nicht vorzuwerfen, wenn es mir scheißegal ist, was in Katar passiert. Es ist so ein bisschen, such dir bitte eine Linie aus und Genau, also von spring wegen. nicht dort von links nach rechts, wo es dir gerade in deinem Argument hilft. Und ich meine, Das ist auch ich. etwas, was man deiner oder meiner Meinung auch gerne vorwerfen kann. Aber ja, der springende Punkt ist, ich habe immer noch das Gefühl, dass viel zu viele Deutsche, ich rede jetzt nur von Deutschland, denken, alles, was so außerhalb der EU stattfindet, schlagen die Leute noch Feuersteine aneinander, um Feuer zu machen. Weil sie haben ja nichts, sie haben ja kein Feuerzeug. Und das Ding ist, die Leute realisieren nicht, dass diese Leute auch Technologie mitbekommen und dass es da gesellschaftliche Züge gibt und so weiter, die unseren sehr ähnlich sehen, also im Grundgerüst und so weiter. Klar, 5000 Jahre Geschichte hat auch diesen Ort geprägt und so weiter, Ganz ehrlich, aber es es ist. gibt asiatische Länder, die sind deutlich weiterentwickelt, als wir es sind. Ja, also kommt drauf an, in Nimmt welcher Sparte du siehst, aber allein Japan, in Gesundheit Singapur. ist, ja, allein in Sachen Gesundheit ist uns Japan und Singapur deutlich vor uns. Auch Ja, im ja. Hinblick auf gesellschaftlichen Respekt gegenüber älteren Personen, meiner Meinung nach, können wir ein bisschen was uns Weißt von du, denen was du in abschneiden. Japan machen kannst? Wenn du in Japan dein Handy in der Bahn verlierst, musst du dir meistens keine Sorgen darum machen. Du gehst zu einer Fundstelle und es wird abgegeben. Wenn du dein Handy hier in der Bahn verlierst, ist es weg. Ja, Wenn es dir nicht jemand sogar aus der tatsächlich. Tasche nimmt. So, Ja. und das ist halt einfach die Art und Weise, wie die Menschen damit umgehen und die Kultur, in der die Menschen leben. Ohne das jetzt irgendwie in den Himmel zu loben oder Deutschland schlecht reden, gar keine Frage. Das möchte ich nicht. Ich lebe sehr gerne hier und ich mag die Menschen auch hier. Jedoch, was mir nicht gefällt, und da bleibe ich jetzt nicht bei Deutschland, sondern es ist eine westliche Art und Weise, mit diesen Dingen umzugehen. So, du hast vorhin gesagt, also jetzt off-camera, von wegen, es ist nicht, dass einige Leute in Reddit-Foren aus diesen Ländern sagen, ihr habt ja nur was gegen Araber. Ja. Und es ist nicht so, dass das primär der Grund ist, aber es schwingt ein bisschen mit. Es schwingt mit. So, Das Ding würden ist. wir das, guck mal, USA hat Afghanistan angegriffen, hat Irak angegriffen, hat unter Vorwand gesagt, ja, die haben Massenvernichtungswaffen, waren keine da. Keiner hat was gesagt. Es kümmert heute keinen. Die USA hat andere Länder angegriffen. Es kümmert heute keinen. So,
Jetzt greift natürlich Russland die Ukraine an. Die Ukrainer sehen halt genauso aus wie die Deutschen. Jetzt kümmert es uns. Die Russland greift in Syrien an. Wen juckt es? Wir wollen hier keine Syrer haben. Die sehen anders aus. Sie haben eine andere Religion und so weiter und so fort. Erst jetzt haben sich letztens Leute darüber beschwert in Köln. Einige Nachrichten, also Zeitungen, wie schlimm das ist, dass da ein Mützin oder Mützesin Aufruf in zum Köln Gebet war. Ruft. Genau, also ist eine Kirche. Ich habe so ein Straßeninterview gesehen, wo die Leute gefragt haben, was sie davon halten und so weiter. Die haben gemeint, wenn das jetzt durch die Straßen tönt und so weiter und so fort, dass er zum Islam aufgerufen wird, der hat zwei pisskleine Lautsprecher hinter sich, oben an der Tür angebracht. Das ist in einem Radius von 20, 30 Metern wirst du das nicht hören. Also nicht weiter als das. Genau, und das Ding ist halt, dass sie natürlich dann halt sagen, dass jetzt von wegen, ja, aber in der Türkei gibt es ja auch keine Kirchen oder sonst irgendwas. So, aber du musst die Türkei jetzt nicht als Maßstab sehen. Es leben außerdem wahrscheinlich nicht so viele Christen in der Türkei oder nicht so viele Deutsche oder was auch immer. Wenn überhaupt, reden wir von 1%. Genau, und so, aber wenn du zum Beispiel nach Albanien gehst, da leben verschiedene Religionen friedlich nebeneinander und es gibt keine Probleme. Wenn du nach Singapur gehst, gibt es christliche Communities, es gibt muslimische Communities und es gibt hinduistische Communities und andere. Und die haben alle keinen Stress. Es gibt einfach Orte, wo die alle halt ihre Gebetshäuser haben und alles ist easy. So. Mhm. Und das Ding ist, es fällt mir so ein bisschen schwer, meine Gedanken da so ein bisschen zu formen. Also ich versuch's mal von Anfang an. Du bist ja auch in der Wettkampfphase. Ja, ich bin momentan ein bisschen in der Wettkampfvorbereitung, deswegen bin ich mental nicht so ganz auf der Höhe. Also wenn ihr das Video seht, ist der Wettkampf und die WM wahrscheinlich, auf der ich bin. Also nicht die Fußball-WM, sondern die Bodybuilding-WM, auf der ich bin. Du bist bei der richtigen WM? In der Bodybuilding-WM bin ich in 2 Wochen, ja. Genau, und nächste Woche bin ich halt hier auf einem Nationalwettkampf auf der Süddeutschen in Bayern. Ja, genau. Also es ist jetzt nur noch 1,5 Wochen. Aber nur denn. Also, ich finde, es ist richtig, Katar für die Dinge, die sie tun, zu kritisieren. Und meines Erachtens sollte die WM an sich auch nicht dort stattfinden. Aber es ist eine Frage des Geldes. Wollen wir nicht drüber zu reden. Sponsoring. So, genau. Ja, eigentlich hätte die wohl irgendwo anders stattfinden können, aus verschiedenen Gründen. Und es gab eigentlich keinen Grund dafür, meines Erachtens, dass sie da stattfindet. So, und ich hätte es auch richtig geworden, wenn der DFB gesagt hätte, hey, okay, wir sind nicht so übereins mit dem, was da drüben passiert. Und deshalb bleiben wir davon fern. Meine Sachen wäre es richtig gewesen. Nun ist es halt so, dass sie es machen. Ich stimme dem absolut zu. Also ich persönlich habe nichts dagegen, dass diese WM in Katar spielt. Sie haben da ein sehr interessantes Konzept. Also, und allein auch schon der Gedanke, mal die WM in einem kleinen Land zu haben, wo alles wunderbar erreichbar ist innerhalb von einer Stunde, finde ich wirklich ganz reizend als Fan. Mhm. Nur halt, wie Katar diese WM sich ergattert hat und was seitdem alles passiert ist, stinkt zum Himmel. Ja. Deswegen tut's mir wirklich weh für die ganzen anderen Bewerber, die 2010 im Rennen waren für 2022. Jetzt haben wir das hier an den Backen und ich bin gespannt, wie es tatsächlich ablaufen wird. Wird es dieses berühmte hervorgebetene PR-Desaster für Katar, wird ein Aktivist festgenommen, wird ein Spieler sich öffentlich als homosexuell outen währenddessen, davor, und danach. Das ist der nächste Punkt, so merkt ihr das bitte? Ja, gemerkt. Weiter? Ja, also das Ding ist, einer meiner absoluten Lieblingspodcaster, Micky Beisenherz, hat gemeint, wir müssen irgendwo als Gesellschaft dafür sorgen, so dass wir den Veranstaltern, die das ganze Ding von vorne bis hinten gemacht haben, halt in Anführungszeichen richtig auf den Teppich scheißen. Also wir müssen denen die Macht nehmen. Und das ist in der Form, indem wir die Spiele nicht gucken, nicht dahin fliegen, keine Tickets kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, schau mal, das ist das Problem, was manche Leute oftmals nicht verstehen. Dass wir als Gesellschaft, und ich will jetzt, das klingt jetzt so revolutionär, aber es ist sehr simpel. Wenn du keine fucking Tickets kaufst, können die kein Geld machen. Ja. Und dann werden die beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob die solche Spiele in solchen Ländern ausführen. Das heißt, die Marktgewalt liegt ganz alleine bei uns. Und was wir daraus machen. Wenn wir darauf scheißen und es egal ist, dass da Homosexuelle in den Knast kommen, wenn die sich küssen oder Händchen halten oder sowas, ja, dann ist es uns halt egal, dann fahr ruhig hin. Also ich werde dich nicht dafür kritisieren. Aber
wie gesagt, im Endeffekt liegt es in unserer Hand, was wir daraus tun. Und du hast ja zum Beispiel gesagt, okay, das eine ist, genau, also ich habe gesprochen vom, von, ja, von den Veranstaltern, dann vom DBFV, DFB, DBFV ist der Verband, in dem ich starte, DFB, der DFB, wie er eigentlich hätte handeln sollen, um ein Zeichen zu setzen. So, aber da müssen sich Spieler oftmals auch danach richten, wobei sie auch nicht mitfahren müssen, wenn sie nicht wollen. Und dann natürlich wir als Gesellschaft, was wir machen können, um halt ein klares Zeichen zu setzen, indem wir die Spiele nicht schauen, keine Sky-Tickets kaufen und nicht dahin fliegen und uns die Spiele anschauen. Ganz klar, weil, ganz ehrlich, wer fliegt nach Katar, um Urlaub zu machen? Das ist kein touristisches Land. So, also davon abgesehen. Gell? Ne? Also von daher sind die von uns abhängig erstmal und nicht wir von denen. So, jetzt das andere. Findet deine Buddy mit dem WM in Katar statt? Nein, in Santa Susana in Barcelona, also bei Barcelona. Nein. Aber es gibt in Dubai auch einige Meisterschaften. Ne? Es gibt auch in Dubai die Meisterschaften. Überall, weltweit und so. Mhm. Aber ja, gut, das ist das. Protest, ja. Nun die Frage ist, wie sollte man protestieren? So, was wir oftmals auch nicht verstehen, ist, dass viele Dinge, die wir machen, sowieso keinen Einfluss auf die Entscheidungen haben, was wir oftmals hier nicht verstehen, ist, dass unsere Proteste oder sonst irgendwas nicht wirklich einen großen Einfluss auf diese Länder und Regime haben, wie wir es vielleicht glauben. Wir können noch so viel posten auf Instagram, noch so viel twittern und sonst irgendwas. Viele Dinge werden sich nicht ändern. Sie wissen, dass wir ein Problem damit haben, dass sie zum Beispiel... Sie planen damit. Homosexualität. Sie planen mit der Kurzzeitigkeit von diesen Empörungen. Nicht nur das. Sie wissen auch, dass wir ein Problem damit haben, dass sie Homosexualität beispielsweise bestrafen. Ja. Sie wissen auch, dass Frauen bei uns keine Kopftücher tragen müssen, dass sie arbeiten gehen können, Auto fahren können, aus dem Land reisen dürfen, voreheliche Sex haben dürfen und so weiter und so fort. Dessen sind sie sich alle bewusst. Die sind nicht dumm, die leben nicht auf dem Mond. So. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich teils ein Problem damit, dass wir als Europäer, und ich zähle jetzt einfach mal die Nordamerikaner mit dazu, weil das sind im Grunde genommen auch Europäer, dass wir immer unsere Werte anderen Ländern aufdrücken wollen. Wir wollen da hingehen und sagen, ihr solltet so leben, wie wir es tun. Obgleich in meiner Position als Deutscher und als jemand, der in Europa lebt, als falsch empfinde, dass Frauen dort unterdrückt werden und nicht die gleichen Rechte haben wie Männer und auch man Homosexualität so bestraft, muss ich dennoch sagen, ich muss deren Recht in ihrem Land zusprechen, zu tun und lassen, was auch immer sie wollen. So, was ich machen kann. Ob es mir gefällt oder nicht. Ob es mir gefällt oder nicht. Und dann kann ich sagen, da ich von dem, wie ihr lebt und von euren Werten und so nichts halte, besuche ich nicht euer Land. Mhm. Oder ich kaufe keine Güter aus eurem Land. Das ist eigentlich eine sehr gute Art und Weise, genau. da Protest einzulegen. Und das tun wir auch mit, das haben wir auch mit Russland gemacht. Wir haben Russland sanktioniert auf staatlicher Ebene. Das haben wir tatsächlich mit Russland gemacht. Ich persönlich finde, so das ist jetzt im Hinblick auf Kohle und Geld ist das eine Maßnahme. Aber ich finde halt, klar, nervt es mich auch, wenn Leute halt meinen, so Homo-Ehe legal auf der ganzen Welt jetzt, wenn von heute auf morgen du wie mit einem Schalter eine Homo-Ehe legal machen könntest in Indien, in China und anderen Regionen der Erde, dann würde das katastrophale Folgen für die haben. Das ist, wir alle gehen einen gewissen Weg und wir haben uns halt aufgrund dessen, da wir uns schon viel länger Gedanken über uns selbst machen, sind wir diesen Weg ein bisschen früher gegangen und haben jetzt schon im Jahre 2017 die Homo-Ehe eingeführt in Deutschland. Nicht unbedingt das erste Land in Europa. Und das ist auch nicht einmal so lange her. Also wir reden uns da so einen Scheiß zusammen. Das ist bei uns erst seit 5 Jahren erlaubt und jetzt meinen wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und naja, die müssten jetzt auch nachziehen. Und jedes Land geht seinen eigenen Weg auf seine eigene Geschwindigkeit. Und klar siehst du hin und wieder in den Nachrichten, wenn es für manche Länder halt auf einmal so ruckartig nach hinten geht und da Verlorenes wieder gut gemacht werden kann. Aber insgesamt über die letzten 20 Jahre würde ich sagen, im Gesamten ist die Welt auf einem guten Weg.
Und keine Ahnung, welches Land das letzte sein wird, was die Homo-Ehe einführt und sonst irgendwas. Aber wir bewegen uns auf einem guten Weg dorthin. Und das kann sein durch Musik, durch Filme und so weiter und so fort, dass das die Leute halt berührt und die Leute auch gleichzeitig realisieren lässt, dass man auch empathisch sein kann für ein homosexuelles Paar auf einer Filmleinwand. Und gut, nicht was wir hier in Europa ja machen und was ja auch vollkommen okay ist. Aber es ist was anderes, wenn wir es an anderen... Achso, ja, ja. Aber klar, natürlich. Das Ding ist auch, weißt du, was witzig ist? So ein bisschen was Historisches. Der Islam ist ja noch nicht so alt wie das Christentum. Ne? Der Islam ist ja irgendwann so im 7., 8. Jahrhundert entstanden. Ja, habe ich vorhin. Ja, so, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich 500, 600 Jahre sind, die dazwischen liegen, aber ja, ich gebe dir eine. Ich habe es vorhin gegoogelt. Ja, gut. Ja, ja. Also, das Christentum ist ja 2000 Jahre alt, das Judentum noch älter und in allen drei Religionen war es mit Homosexualität immer so ein Ding. Weißt du, wie die, Bestrafung von Homosexuellen überhaupt in den Islam kam? Durch das Christentum. Oh, lass mich raten, das haben christliche Missionäre. Das Christentum. Das Christentum ist immer wieder auf uns zurückzuführen. Das finde ich so ein bisschen ironisch. Klar, das ist jetzt tausende Jahre her und hunderte von Jahren her. Aber so, dass überhaupt das Homosexuelle für homosexuelle Handlungen im Islam bestraft wurden, kam durch den Einfluss von Christen. Also wir, die jetzt halt uns so als so woke sehen und das halt dort auch wieder einführen wollen. Ich hätte auch sagen können, dass das irgendwann so oder so da entstanden wäre, aber das kam tatsächlich durch uns. Und der Film, der Kanal Mr. Wissen to Go erklärt auch nochmal so ein bisschen mehr dazu, wo das Ganze so angefangen hat und so. Und wenn man sich das anhört, denkt man so, eigentlich total bescheuert, ne? Es gibt auch heutzutage noch amerikanische also religiöse christliche Hardliner, die in afrikanische Nationen fliegen und dort mit gewissen Parteien oder gewissen Politikern reden und denen gewissen Ideen in den Kopf reinsetzen, wie man gewisse Frauenrechte, Homorechte nochmal so ein bisschen verschärfen kann und so weiter. Und das also ist auch wieder der weiße Mann, der das da anrichtet. So ein Rückschritt oder ein Fortschritt? Im Rückschritt. Okay, ich sehe also, aber das ist das, was teilweise ich meine. Wirklich noch Sachen zu verschärfen. Also das Ding ist... Das ist das, was ich meine. Also, der privilegierte weiße Mann ist schon wieder in Afrika unterwegs, um es gewissen Leuten, mit denen er nichts zu tun hat, die ganze Tour zu versauen. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Form von Kolonialisierung oder Kolonialismus oder... Heute haben wir es mit Wörtern. Ihr wisst, was ich meine. Kolonialisierung. Kolonialisierung, die man auf eine etwas andere Art und Weise macht. Auch das haben wir ja auch damals... Das heißt wir, ich zähle ja gar nicht dazu eigentlich. Aber doch, ich zähle mich jetzt mal dazu. Ich bin doch so. Eigentlich hat man das... Eigentlich waren die Deutschen ja wirklich... Nein, das meine ich nicht. Eigentlich waren die Deutschen ja in Togo, also in meinem Heimatland zuerst sogar. Ja, so, Togoland. Genau, in Togo. So. Und danach halt die Franzosen nach dem Ersten Weltkrieg. Und... Da wurden ja auch viele Dinge dahin geführt und so und dahin gebracht. Und viele afrikanische Kolonien. Das heißt, wir haben hier die deutschen Werte halt dort den Afrikanern aufgezogen. Die Religion und so weiter und so fort. Und da wir als uns etwas Besseres betrachtet haben als die anderen. Und das tun wir auch jetzt so. Ich habe mal mit jemandem Unterhaltung darüber gehabt bezüglich Objektivität von solchen Dingen. Das heißt zum Beispiel... Aber wer entscheidet genau, was richtig oder was falsch ist? Und das ist ja eine Gesellschaft. Wenn du mal zwei verschiedene Gesellschaften miteinander halt vergleichst, dann werden die sagen, das, was wir denken, ist richtig und das, was ihr denkt, ist falsch und vice versa. So, nun, wenn wir zum Beispiel da bei den Rechten von Frauen bleiben, wer sagt genau, dass Frauen gleichberechtigt sein sollen? Wer hat nun Recht in dem Fall? Also auf jeden Fall hatte ich mit ihnen darüber gesprochen und es ging halt um die Objektivität von genau solchen Dingen. Und klar... Weil das Ding ist, dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, habe ich natürlich gewisse Werte vermittelt bekommen. Natürlich, klar, auch durch meine togoischen Eltern, gar keine Frage. Aber natürlich sehr viel deutschen Einfluss. Deswegen denke ich auch, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollten wie Männer. Deswegen denke ich, dass Religionsfreiheit wichtig ist. Deswegen denke ich, dass jeder seinen Job so auswählen sollte, wie er es möchte und so weiter und so fort. Ist ja richtig. Aber das... Was ich als richtig empfinde, weil ich hier aufgewachsen bin. Wenn du mich jetzt aber in dem gleichen Alter mit 3 Jahren jetzt zum Beispiel nach Indien genommen hättest oder so, da hätte ich eine komplett andere Weltvorstellung.
So, und dann würde ich vielleicht eben nicht mehr so denken, von wegen, ja, Frauen sollten die gleichen Rechte haben. Ja, Homosexualität ist vollkommen okay. Und was auch immer. Sondern ich würde vielleicht komplett anders denken. Vielleicht würde ich schon anders denken, wenn ich in Leipzig aufgewachsen wäre. Das ist sehr Ne? gut möglich. Ich höre gerade Davon. mal hier mal auf die linke Seite. So. Genau. So. Und er hat das auf eine gewisse Art, wirklich gute Art und Weise erklärt, warum man schon objektiv beurteilen kann, warum solche Dinge, wie wir es haben, besser sind als in anderen Ländern. Und dem habe ich auch zugestimmt. Ich könnte es jetzt nur nicht mehr wiedergeben. Aber weißt du, ich finde ja auch gerade was Interessantes. Obwohl wir uns ja so sehr loben und so sehr dann meinen, andere Länder zu kritisieren für die Dinge, die sie halt tun, wurde jetzt vor kurzem zum Beispiel auf dem Europäischen Gerichtshof entschieden, dass bestimmte religiöse Zeichen verboten werden können. Deswegen dürfen Frauen am Arbeitsplatz, also muslimische Frauen am Arbeitsplatz, keine Kopftücher tragen. Wo ich mir denke, wir wollen so progressiv sein, wir wollen Religionsfreiheit erlauben, aber dann dürfen die Frauen das nicht tun, obwohl sie es tun wollen, weil wir immer noch der Meinung sind, das sei ein Zeichen der Unterdrückung, obwohl die Frauen sagen, nein, ich will das tragen, weil es ein Zeichen meiner Religion ist. Da geht's ja irgendwo mehr darum zwischen der Trennung von Religion und Arbeit. So wie ich finde, das ist auch eigentlich eine mittelfeste Grenze zwischen Religion und Staat geben Warum sollte. haben wir dann zum Beispiel nicht so ein Problem mit Nonnen? Bitte? Warum haben wir dann nicht so ein Problem mit Nonnen? Tauchen die bei dir auf der Arbeit auf? Nee, das jetzt nicht. Aber niemand hat irgendjemals ein Problem damit gehabt, dass Nonnen Kopftücher Ach tragen. so. Warum führen wir keine Diskussion Das ist darüber? ganz interessant. Über die Kopfbedeckung von Nonnen habe ich mir noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Vor allem, dass die So, klar, schwarz weil wir tragen, darüber gell? sprechen, das ist ja irgendwie die Be Nein, weil wir natürlich dem eine etwas andere Bedeutung zusprechen, aber wenn wir davon ausgehen, dass diese beiden Frauen aus dem Islam und jetzt aus dem Christentum das aus freien Stücken als Zeichen ihrer Religion tragen wollen, warum sind wir dann halt der Meinung, das der einen Gruppe abzusprechen und der anderen zu sagen, ja, Das da kommt ist so ein okay. bisschen, von so einer westlichen Überheblichkeit in der Geschichte. Weil wenn du unsere Presse anschaust und so weiter, in den letzten Jahren kam immer mal wieder die Geschichte auf, Ehrenmord, Brüder haben die Schwester, die sehr westlich lebte oder einen deutschen Freund hatte und so weiter, umgebracht. Sowas passiert nicht jeden Tag, um Gottes Willen. Aber wir sind in den letzten 6 Jahren immer mal wieder so alle halbe Jahre und so weiter, kommt so eine Geschichte hoch und es ist tragisch und es ist schlimm. Und dann kommt dieses, ja, das Kopftuch. Der Islam generell, das muss ja schlimm sein für die. Wir müssen die davon befreien. Und das ist so ein gewisses Fehldenken, dass ähnlich wie das Christentum es ist, das Islam pure Auslegungssache ist. Du kannst dir im Prinzip die Worte in der Bibel sowie im Koran ein bisschen drehen, wie du möchtest. Und so kommen wir auch Natürlich. dazu, dass wir Katholiken und Evangelisten sowie christlich-orthodoxe Leute haben, was nochmal ein komplett anderes Ding ist als die anderen zwei davor. Und was steht in der Kirche? Du sollst nicht bei einem Manne liegen, bla bla bla, sie sollen sonst irgendwie gehängt oder gesteinigt werden. Steht das nicht in Ich unserer Bibel? meine mich zu erinnern, dass das, glaube ich, Irgendwie so so, im jetzt wie steht der Koran genau steht. Wert? Levitikus? Also Nein, 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 das ist in der Bibel. weder in der Bibel Levitikus. noch im Koran kommt Homosexualität noch gut weg. Das Ja, und übrigens die Kommentare unter dem Instagram-Beitrag von der Tagesschau, die stimmen mir dem zu. Was steht hier? Kranke Regel von euch. Alter, was stört euch, wenn jemand Kopftuch hat? Und dann wird erwartet, dass Frauen mit Kopftuch sich integrieren und arbeiten sollen. Ja, wie denn, wenn solche Hürden vorhanden sind? Als Frauen mit Kopftüchern nur Toiletten geputzt haben, hat niemanden das Kopftuch gestört. Seitdem Frauen mit Kopftuch noch Beamte werden, ist es ein Problem. Stellt euch vor, dein Arbeitgeber darf dir dein Kopftuch zum Beispiel verbieten. In Bayern hängt aber in vielen Klassenzimmern ein Kreuz. Oder anders formuliert, Hijab-Verbot war islamfeindlich. Okay, Hijab ist es nicht unbedingt, oder Ja, doch, keine doch. Ahnung, ja doch, Hijab. So, ja, da schreibt jemand, also was jetzt? Sollen wir jetzt zu Hause bleiben und uns sagen lassen, dass wir von unseren Männern unterdrückt werden und nicht arbeiten gehen oder somit keine Steuern zahlen? Oder sollen wir jetzt arbeiten, aber natürlich nicht überall, ansonsten sind wir ja nicht neutral. Geht das für alle Jobs? Oder sollen wir unser Kopftuch abnehmen? Weil, also mich würde es wundern, wenn mein Chef sagen würde, Fabrice, nein, ich hätte es nicht so gern, wenn du jetzt hier deine Kette mit einem Kreuz trägst, das wäre jetzt nicht so cool. Es ist die pure Übertragung von Leid.
Das muss doch so schlimm sein, um Gottes Willen. Ich meine, ich habe das ja in meiner Ausbildung als Heilerziehungspfleger oft genug oder wirklich zum ersten Mal richtig erfahren in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und so weiter. Dass die Leute sehen Down-Syndrom, denken so, oh mein Gott, dem muss es so schlimm gehen und so weiter. So, das, du willst auch bestimmt nicht irgendwo in die Öffentlichkeit und so weiter. Oh Gott. Dabei gibt es genug Leute mit Down-Syndrom und anderen kognitiven und körperlichen Behinderungen, die würden sich gar nicht selber als behindert bezeichnen. Und ja. Ich hab das Gefühl, das hier wird langsam zum Zweiteiler, da wir die Richtung Katar. Ja, wir gehen ein bisschen weg, aber im Grunde genommen geht's mir vor allen Dingen darum, halt so die Kritik an anderen Staaten für Dinge, obwohl vielleicht bei uns nicht immer alles vernünftig läuft. Wobei Kritik natürlich wichtig ist, bis zu einem gewissen Grad. Du hast zum Beispiel erzählt, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, die wollen nach Katar reisen, um dort zu protestieren und zum Beispiel sich zu küssen oder sonst irgendwas. Also wenn du da jetzt in den Knast kommst und da die Prügelstrafe bekommst, da habe ich keinerlei mitgekriegt. Ich auch recht wenig. Da bist du selber schuld. You had it coming. Du provozierst es hoch. Also das ist, genau. Das ist, wenn man da lebt und dort aufgewachsen ist und hier und da, dann hat man mein Mitgefühl. Das ist was anderes. Aber du fliegst nicht dahin, du weißt, was abgeht. Und dann versuchst du trotzdem so provokant zu sein und das auf der WM zu machen oder sonst irgendwas. Und wegen, oh, jetzt könnt ihr aber mal gucken, was jetzt passiert. Das Spotlight der Welt so, ist auf mich. Das ist genauso. Das ist genauso, wenn du mit einem Tütchen Gras nach Singapur gehst und da für 10, 20 Jahre in den Knast kommst. You had it coming. Ist mir dann auch egal. You had it coming. Aber ich sehe schon, ihr könnt es noch nicht sehen, aber ich sehe, Fabrice hat die Bibelverse ausgepackt. Also jetzt wird's witzig. Jetzt geht's richtig los hier. Genau, also was steht hier? Altes Testament. Levitikus 18, 22, ein Verbot des Analverkehrs zwischen Männern. Levitikus 20, 13, Rechtssatz, Todesstrafe für Analverkehr zwischen Männern. Was steht hier? Das ist 1. Korinther, glaube ich. Korinther? Ist das Korinther? Ja, ich glaube, das ist nicht so oder so wirklich geschrieben, aber Sodomie, als Sodomiewitzer bezeichnet. Steht Cock in der Bibel? Im Deutschen ist... Ich glaube, das wird eher in der Bibel steht es als Sodomie. Wir haben im Deutschen aber Sodomie steht für zwei Sachen. Einmal für Analsex und einmal für Sex mit Tieren. Mhm. Im Englischsprachigen Sodomy steht es für Analsex. Yummy. Oder hier. Päderastie gehört zu den Taten Gottloser, die sich vom Reich Gottes ausschließt. Warte, wo steht's hier? Du sollst nicht bei. Ja, hier. Levitikus 18, 22. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Levitikus 20, 13. Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Gräuel ist, und sie sollen beide des Todes sterben. Oh. Blutschuld lastet auf ihnen. Oh, sag ich dazu. So, aber wir wollen natürlich immer sagen, dass alles, was im Koran drin steht, irgendwie schlecht ist. Dabei haben sich wahrscheinlich die meisten Leute, die das kritisieren, nicht damit beschäftigt. Weißt du, was mein Gedanke immer ist, wenn ich sowas aber lese? Aber ich... Das wurde vor 2000 Jahren, oder nee, weniger, 1500 Jahren geschrieben. Wo die Welt noch eine komplett andere ich mein, war. Nein, und ich finde es völlig okay. Ja, ich meine, die Bibel wurde bis dahin übergeschrieben. Ich finde es völlig okay, wenn du solche heiligen Schriften, religiösen Schriften, als eine Art Moralkompass nimmst oder als eine Art Anleitung für einen Moralkompass. Aber behalte dir im Kopf ein, dass das, was du dort liest, tausende Jahre alt ist. Und dass die Welt eine andere ist, wo zwar vieles von dem, was da drin steht, noch zustimmt und die Unterstützung und helfen kann in Zeiten von Not, aber die Welt blickt ein bisschen anders auf gewisse Sachen, auch weil sich äußere Umstände deutlich geändert haben, gell? Aber weißt du, ich hatte ja vor kurzem, die letzte Folge, die online gekommen ist, war ja das Gespräch, was ich mit dem Thomas hatte. Und zwar mit dem hatte ich das Gespräch über das Christentum gehabt. Ich habe ihm ja einige Fragen gestellt, zum Beispiel, warum er zum Beispiel daran glaubt, dass Adam und Eva die ersten Menschen sind oder so. Oder er hat zum Beispiel Sachen erzählt, wie von Riesen, die es gegeben hat und so weiter und so fort. Wie der Riese, der zum Beispiel gegen David gekämpft hat, also David gegen Goliath und so die Geschichte. Und all diese Sachen. Er ist halt sehr von diesen Dingen überzeugt. Und das, obwohl er halt, er ist ein paar Jahre jünger als wir und so. Und das, obwohl er natürlich in der heutigen Zeit aufgewachsen ist. Aber wenn es sogar diese Dinge, die vielleicht wissenschaftlich nicht unbedingt Sinn machen,
immer noch einen so großen Einfluss auf die Leute haben. Was glaubst du, wie das natürlich auch in anderen Ländern sind, wo natürlich die Religion eine deutlich größere Rolle spielen? In vielen dieser Ländern ist zum Beispiel Religionsfreiheit auch nicht erlaubt. Also im Saudi-Arabien gibt es nur den Islam und man darf keine Bibel irgendwie da rum irgendwie zeigen oder was auch immer. Und man darf seine Religion nicht auf diese Art und Weise ausleben. So, es kann uns gefallen oder auch nicht, aber es zwingt uns keiner, dort hinzugehen. Ja. So, und vor allen Dingen, ich sehe nicht die gleiche Moralkeule bei Dubai. Da fliegen endlos viele Leute jedes Jahr hin, um dort Urlaub zu machen. Auch in Dubai wird Homosexualität oder beziehungsweise das Aussehen von Homosexualität in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit? Bestraft. Ja, das muss ja jemand sehen. Ja, ja. Also, ja, das muss ja jemand sehen. Also, wenn das jemand sieht oder auch wenn du es heimlich machst, irgendwie im Hotel, sagen wir, du wirst im Hotelzimmer erwischt oder was auch immer, dann wirst du auch dafür bestraft. So, das heißt, selbst irgendwie Händchen halten unter Männern und Frauen ist nicht überall erlaubt. Eine gute Freundin von mir hat mir erzählt, dass ihr Onkel in einem internationalen Unternehmen arbeitet und irgendwie, ich glaube, in Dubai war oder irgendwo da im Nahen Osten auf jeden Fall gewesen ist und die hatten eine Frau mit an Bord. Und die Frau, die haben gesagt, die Frau darf nicht mit in das Restaurant. So, Auslegungssache. Also, auf der einen Seite jetzt. Es gibt auch Dubai ist Länder okay. In Europa. ist es wirklich. Eigentlich ist es. Das mal, verstehst du, was ich meine? Das ist nämlich das Ding. Mal drei noch, also entweder. Als Katar im Vergleich. Allein schon von der Größe und von der Bekanntheit her. Also wenn diese WM jetzt in Dubai stattfinden würde, wäre das Ruder vielleicht noch woanders hingelaufen, als es das jetzt gerade tut in Sachen PR mit Katar. Genau. Also wie kann es sein? Wie kann es sein, dass wir sagen, das ist nämlich dieses Problem, was ich damit habe. Deswegen stört mich das so sehr. So, wir suchen uns das da aus, wo es uns am besten passt. Selbst auch in Dubai können Menschen für unehelichen Sex ins Gefängnis kommen. Ja. So, ob es schlussendlich dazu kommt oder nicht, ist was anderes. Aber es ist gesetzlich so festgelegt. Und das muss man auch bitte bedenken, wenn man da hinfährt, gell? Ja, das ist kein Scheiß. Also, ich weiß nicht, ob das in Dubai war oder irgendwo anders oder Libanon, Libyen oder so ein Kram. Da war, glaube ich, ein Fall von einer Gruppe von Ärzten, die da runter ist. Und da wurde eine Frau vergewaltigt von einer Gruppe von Männern. Und sie hat das angezeigt und kam ins Gefängnis. Das war eine Mexikanerin in Katar. Das hast du mir heute Morgen geschickt. Da haben wir schon mal drüber gehört. Nee, das war noch andere. Ja, es gibt, das war nicht das. Das gibt es tatsächlich häufiger, ja. Ja. Das Ding ist halt. Und das war glaube ich, nicht in Katar, was von dem, was ich gerade erzähle. Und das kann man tatsächlich als gewisse Überheblichkeit bezeichnen, dass mit dem Verständnis der Welt du in ein anderes Land reist, was ein komplett anderes Verständnis davon hat, du aber trotzdem denkst so, ja, aber bei mir ist Homosexualität legal und so weiter. Da, Gottes Willen. Klar, es ist eine absolute Wunschvorstellung, dass wenn diese Länder sich auch langsam aber sicher in Richtung Achtung der Menschenrechte, so wie wir es hier in Europa haben, bewegen. Aber wir alle laufen ihren eigenen Weg. Klar laufen die anderen schneller oder holen mehr auf als andere, aber manche Länder brauchen eben Zeit. Und das Ding ist, ich verbitte es nicht, mit dem Finger auf die Sachen zu zeigen und zu sagen, das ist nicht okay, das muss die Welt erfahren. Nein, das ist toll. Ich bin froh um Journalisten, die wirklich Leib und Leben riskiert haben, um diese Gastarbeiter in Katar zu besuchen, um wirklich deren schrecklichen Umstände zu zeigen. Aber das Ding ist, du kannst dich unter dem Tagesschau-Post in der Kommentarspalte da weiß Gott was von dir losschießen und das muss legalisieren, das müssen die sind viel zu dumm, diese Länder, so um Gottes Willen. Guck mal, das Ding ist, man hat ja schon den Luxus, hier zu leben und sowas überhaupt sagen zu können. In vielen dieser Ländern kannst du sowas nicht sagen. Deswegen, also man muss da wirklich immer so, man muss irgendwie dann meines Erachtens eine gewisse Schiene fahren. Entweder sagt man, wenn man jetzt sich auf ein Thema konzentriert, also von wegen homosexuellen Rechte, dann muss ich gegen alle Länder schießen, die nicht die gleichen Rechte für Homosexuelle haben, so wie ich es mir vorstelle. Man kann nicht wirklich sich dort die Sachen aussuchen, die einen Kurs passen. Man muss das große Ganze betrachten. Und das ist etwas, was wir beide versuchen in unseren Gesprächen halt so gut wie möglich zu tun. Und klar, man kann immer wieder davon lernen und merken, wenn man so ein gewisses, oh, also das und das ist schlimm, aber bei dort ist es okay.
wenn das von einem, ihr könnt das gerne in die Kommentarspalte drunter schreiben, wenn wir irgendwelche Denkfehler haben oder das nicht ganz durchdenken. Das ist ja ein gewisses Lernprozess, gell? Und wir sind ja jetzt nicht einen von diesen eisernen 5% auf beiden Seiten, die auf gar keinen Fall unter gar keinen Umständen bezüglich etwas ihre Meinung ändern lassen sollen. Nein, wir sind absolut offen dafür, nur die Sachen brauchen Zeit. Vor allem für komplette Gesellschaften. Ja, wenn man von einzelnen Individuum auf eine Gesellschaft hochgeht, braucht man noch mal mehr Zeit als das. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich denke auch. So, ich denke mal, wir schauen uns jetzt zum Schluss einfach noch das Video an. Ja, dann schauen wir uns mal eine Seite der eisernen 5% an. Aber ich möchte dem Andreas Rettig, dem König der Scheinheiligen, mal sagen, das ist der von Viktoria Köln, im Winter irgendwann auch nicht mehr so warm duscht, ob er auch das Gas, das wir demnächst aus Katar beziehen und vielleicht sogar das Öl aus Saudi-Arabien, was ich jetzt nicht so gut fände, ob er sich da schon mal Gedanken gemacht hat. Und noch ein weiteres Argument. Als in Afghanistan die Problematik war, da sind die ganzen deutschen Leute und die Beamten und die Leute, die uns zugeholfen haben dort, sind über Katar und nur mit großer Hilfe von Katar überhaupt ausgeflogen worden. Und eines ist jetzt schon sicher, die WM und auch das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfregion wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Denn ich habe. Was sagst du zu dem bisher? Mit dem ersten Punkt muss ich dem auch vollkommen zustimmen. Von wegen, hey, okay, dein Gas ist auch aus Saudi-Arabien. Was ist denn damit? Hey, oder mit, aus Katar, was auch kommt. Also, wie sieht's damit aus? Das ist, obwohl natürlich das, was er sagt, sehr, sehr, vielleicht populistisch klingen mag, hat er damit nicht Unrecht. Nee, man, natürlich muss man sich da an die eigene Nase fassen. Aber für mich ist Punkt 1 so ein bisschen mehr Whataboutism. So, welcher Punkt ja, war was das? Ist denn mit dir, Whataboutism ist so, halt das geschickte Dodgen einer Antwort, indem man einfach den Finger auf den anderen zeigt oder ein komplett nichts zusammenhängendes Thema mit reinschmeißt. So, ja, Katar schlimm, aber was ist denn mit Afghanistan? Was ist denn mit Corona und so weiter? Ja, und so. Afghanistan hat ja nichts damit zu tun direkt. Dass die über Katar dann geholfen wurde, aber ja, das ist irgendwie... Das ist tatsächlich passiert so, wobei ich... klar kann es Kräfte geben in Katar, die diesen Menschen wirklich helfen konnten und so weiter, aber ich würde vorwerfen, zumindest der politischen Obrigkeit dort, dass das mehr so ein bisschen Image... Marketing. Marketingkampagne war seitens von denen so, wir nehmen es uns raus, denen zu helfen. Bezüglich zweiterem, was war der zweite, was hat er da nochmal gesagt? Als du gerade Pause gemacht hast. Katar, dass die in Afghanistan geholfen haben. Das ist ja dieser klassische Wandel durch Handel-Ansatz, das, was Angela Merkel in Russland zumindest stark verfolgt hat. Das ist auch etwas, was gelingen kann, nur halt muss man aufpassen, ab welchem Punkt so ein bisschen Augenwischerei davor hast, dass die Sachen sich wirklich verbessern und ändern in der Bevölkerung oder ob es einfach nur deiner und deren Wirtschaft hilft. Kurz über lang müssen sich diese Länder sowieso mehr nach uns richten, weil die dann auf Tourismus angewiesen sind. Jetzt haben die natürlich noch sehr, sehr viel Öl, was der Grund ist, warum die überhaupt so reich sind. Also ist ja bei den Golfstaaten oftmals der Fall. Aber erstens wollen wir natürlich ein bisschen weg vom Öl. Und Öl ist natürlich auch eine begrenzte Ressource. Das heißt, wenn man vielleicht mal 100 oder 200 Jahre in die Zukunft denkt, muss man natürlich gucken, ob man sich dann den westlichen Werten nicht sogar ein bisschen eher annähert, bevor der Westen dann sagt, wir brauchen euer Zeug nicht mehr. Also ihr braucht uns jetzt mehr. Also das ist natürlich auch so eine Sache. Wobei ich sagen muss, die beiden Länder mit der am größten wachsenden Mittelschicht, China und Indien, vielleicht könnte es sein,
zumindest im touristischen Zeitpunkt, dass wir uns da irgendwann mal flippen müssen und uns mehr den Gegebenheiten des chinesischen und indischen Touristen anpassen müssen, als die des normalen europäischen Touristen. Ich sage das, weil das war vor Corona, das war glaube ich 2018, 2019, ein Besitzer von einer riesigen Fabrik in China tatsächlich seine gesamten 12.000 Mitarbeiter zu einem Sommerurlaub nach Frankreich eingeflogen hat und die dann eine komplette Strandzeile an Hotels gemietet haben, um dann am Ende irgendwie so einer riesigen Aktion so alle ein Schilder hochzuhalten und dann siehst du von oben so 200 Meter das Logo von der Firma. So das und da denke ich mir nur, der Typ hat Geld. Wow, und Gott, gell? Ja. Es ist wirklich erstaunlich. Schauen wir uns an, was noch Uli zu sagen hat. Ich habe noch nie in solchen Sendungen was gelesen oder gehört über Dubai, über Kuwait, über Allein, über Sharjah. Es wird nur über Katar gesprochen. Und das einzige Land, wo es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, das ist Katar. Und das muss sich der Herr Rettig mal überlegen. Dieses ewige Sticheln, die Entscheidungen, da kann man jetzt geteilter Meinung sein vor 10, 12 Jahren, als die WM vergeben wurde. Das ist wieder was anderes. Aber jetzt ist es nun mal so. Und eines ist auch klar, den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser und nicht schlecht. Und das sollte man endlich mal akzeptieren und nicht ständig auf die Leute draufhauen. Denn nur durch die Diskussion, dadurch, dass der Herr Scholz dahin fährt, dass die Nationalmannschaften dahin fahren, wird es auf die Dauer besser. Und wenn wir demnächst nirgends mehr irgendetwas kaufen oder zusammenarbeiten mit Ländern, wo die Menschenrechte nicht so gehandhabt werden wie bei uns, gibt es eine Statistik, dass 83% der Länder auf der Welt die Menschenrechte nicht so behandeln wie wir. Dann können wir unseren Laden zuspannen. Und das sollten all die Schlaumeier sich mal überlegen, die so unglaublich katastrophal argumentieren wie Sie. Vielen Dank. Ja, er hat ja nicht ohne Recht. Ja, aber das ist mir zu dystopisch geäußert, dass jetzt sämtliche Länder den Kontakt mit uns abbrechen, weil wir nicht aufhören, über Menschenrechte zu reden. Nein, dass wir das tun müssten. Weil das Ding ist so, das ist nicht nur das, was Uli Hoeneß gesagt hat, es kamen auch einige Nachrichtensender, die sowas schon mal gesagt haben, oder auch genau, Lanz und Precht haben auch schon mal darüber geredet, ich weiß nicht, welcher Folge, falls ich erinnere, ich glaube, es ging natürlich um die WM in Katar, dass sie gesagt haben, dass es natürlich sehr, sehr problematisch ist, aber dass wir den gleichen Maßstab nicht für alle Länder haben und wir natürlich immer uns danach richten, von dem wir was brauchen. Also ich würde jetzt, wir reden über eine Fußball-WM. Es ist jetzt nicht so, dass Fußball-WM eine Ressource ist, die Katar hat, die wir brauchen, sondern Katar hat sich für etwas beworben und hat aufgrund sehr, sehr zwielichtiger Mittel das Ding dann auch bekommen und auch sehr zwielichtig seine Infrastruktur dafür aufbaut. Und ich finde, da ist Kritik berechtigt. Genau, da habe ich ja nichts gesagt, ja. Genau. Jetzt, wenn wir jetzt von einer Ressource reden, die wir dringend brauchen und die haben, ist das ganze Spiel ja nochmal ein bisschen anders. Mhm. Beziehungsweise auch die Fallhöhe ist viel größer. Nicht jeder Mensch in Deutschland braucht eine Fußball-WM. Aber niemand wir brauchen braucht Gas. Sie wirklich. Niemand braucht wir brauchen sie wirklich. Öl. Ja. Ich brauche die Fußball-WM. Nein, ich also was ich jetzt halt zum Ende halt noch sagen wollen würde, ist einfach, wie ich habe es schon ein paar Mal betont, ja, Kritik ist richtig wichtig und auch angemessen, zumindest hier aus dem sicheren Bereich in Deutschland und nicht jetzt dort da drüben, weil wenn ihr im Gefängnis landet, weil ihr euch dagegen auffindet, dann seid ihr selber schuld, weil ihr wisst, was dann auf euch zukommt. Aber wie gesagt, meines Erachtens muss man über seine moralischen Vorstellungen ein bisschen nachdenken, wenn man nicht den gleichen Maßstab für andere Länder hat und wenn man vielleicht auch in Sachen Gleichberechtigung bezüglich anderer Religionen oder andere Dinge selber nicht auf dem neuesten Stand ist oder wie man es sein sollte. So, für ein Land, das erst vor 5 Jahren die homosexuellen Ehe eingeführt hat, nehmen wir uns schon einiges raus, die Rechte von Homosexuellen in anderen Ländern, also die Rechte, die Gesetze gegenüber Homosexuellen in anderen Ländern zu kritisieren. Zumal bis zu welchem Jahr war Homosexualität noch illegal in Deutschland? Joshua? 70er, 80er? 80er. Das heißt, knapp 70er.
Also 70er, 80er. 40, 50 Jahre her, das ist nicht mal ein ganzes Menschenleben. Das ist knapp ein halbes Menschenleben. Und auch da kann man dafür in den Knast oder hat irgendwie, wenn man irgendwie krank machen wollte, dass er ja krank machen wollte, ich bin schwul und ist da angeblieben. Aber ich denk, ihr versteht, worauf Schalt hinaus will. Dieses mit zweierlei Maß messen ist etwas, was mich oftmals bei dieser Art von Diskussion stört. Ganz gleich natürlich, ob man Katar halt kritisieren muss oder halt eben nicht. Wie gesagt, das ist vollkommen richtig so, aber manchmal muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen. Auch wenn ich nicht 100%ig mit dem Hoeneß zustimmen muss, weil er kann auch schlecht irgendwas dagegen sagen, er bekommt eine ganze Menge Geld dadurch und so, ne? Aber ja. Also wenn du nochmal finanziell verstrickt bist, halt als einzelne Privatperson mit der Regierung in Katar, ist das ja auch nochmal, einfach einen Schritt zurückgehen, Kontext beobachten, Kontext erkennen und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, gell? Hat der Beckham nicht sogar Geld von den Kataris bekommen für den Sponsoring? Ja, er ist WM-Botschafter. Ja! Wie viel Millionen? 90? Oder so? So viel war es, glaube ich, nicht. Aber wir reden von einem zweistelligen Millionenbetrag, ja. Die er dann in seinen beschissenen US-amerikanischen Inter-Miami-Club reinsetzt. Ich glaube, die sind vorletzte in der Liga in Amerika. Idiot. Dafür wurde er auch kritisiert und der hat 11,5 Millionen Euro bekommen. Ja, okay, 90 Millionen ist knapp vorbei. Aber 11 Millionen Euro. Ich glaube, irgendwie für Qatar Airways oder sowas. Keine Ahnung. Aber dafür kann man schon mal ein Auge zudrücken. Geld ist Geld. Geld ist Geld. ganz ehrlich, so, jetzt so ein Scheiß. Würdet ihr diese Mengen ablehnen, wenn euch jemand sagen wir mal, 1 Million Euro anbietet, dafür, dass ihr ein Auge zudrückt und für Qatar Werbung macht? Würdet ihr Nein sagen? Ich glaube nicht. So viel dazu. Müssen wir in der Situation gewesen sein. Ja, genau. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, schaut ihr die WM? Wart ihr schon mal in Katar? Wollt ihr dahin oder wollt ihr mit dem ganzen Scheiß einfach nichts zu tun haben? Und wir sollen wieder anfangen, über Escorts, Pimmel und Fotzen zu reden. Oh, jetzt habe ich Fotze gesagt. Entschuldigung. Bitte zensieren. Bitte rausschneiden. Macht's gut. Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.